haben es sofort erkannt, das lässt sich ja ganz leicht nach Bayern adaptieren. Und haben da zugegriffen und haben das bekommen und das Masel, was ich gehabt habe, war, dass sie mich gefragt haben. Haben Sie die Schauspieler selber ausgesucht oder gab es da eine Casting-Agentur oder Produzentin? Ja, da gibt es, also das ist auch wieder mit mehreren zusammen zu sein. Ich war beim Casting auch dabei. Das passiert ganz viel im Dialog und wir haben eine Freundin, also die Casterin Franzi Eigner, jetzt heißt sie noch Eigner, genau, Franzi Eigner, die jetzt schon mehrere Filme von mir gecastet hat und auch immer wieder neue Entdeckungen bringt, so wie zum Beispiel den Lehrer Pellhammer, den habe ich schon bei Sommer der Gaukler, den ihr bestimmt alle gesehen habt, den ihr auch in der Lachen habt. Drei Wochen lang. Wirklich. Super. Auf alle Fälle, den haben wir die serviert oder bei Beste Zeit, die Anna-Maria Schwurm, die jetzt auch schon sehr bekannt ist, auch durch den Krimi da, nein, nicht Tausatz, sondern Polizeiruf heißt es, genau. Und die waren damals echt noch unbeschriebene Blätter. Also da war im Casting dann schon auch Anna Herzschlung, die ja toll ist, aber so dieses ganz Wulli hat jetzt da die Anna-Maria Schwurm eben gehabt. Und dieser Pellhammer, also der Lehrer hier, die sind halt für mich so Entdeckungen, wenn du das irgendwie am Set hast, das ist unter die Klasse. Dann haben wieder welche dabei, mit denen haben wir schon gearbeitet, bei Räuber Kneißl, so wie der Simon Schwarz, den wir wieder gern eingeladen haben, das ist also ein Monet-Professor. Und Christian Ulmen war bei mir so, dass ich es gelesen habe und mir gedacht habe, okay, das war jetzt schon klasse, wenn so einer gespielt hat, der diese Gratwanderung, Komödie und das Ernste aber auch noch mitnimmt. Also, und dann war es, finde ich, die überraschend, weil ich habe natürlich schon Angst gehabt, Ich tue jetzt auch mit der Christian Ulmen mit so einem, dem ein bisschen so der Heimatfilm anbehaftet ist, traut er sich da jetzt nach Bayern zu kommen und mit uns das zu spielen. Und er hat große Lust gehabt und war auch grandios am Set, muss man sagen. Ein toller Schauspieler und aber ein toller Mensch zum Arbeiten.